Bevor dieser Film losgeht, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Gerd Cordes, ich bin der Geschäftsführer von Timex. Ich möchte Ihnen erklären, warum unser Rostschutz so gut ist, und ich möchte Ihnen auch zeigen, warum wir den Test der Fachzeitschrift Oldtimermarkt gewonnen haben. Der Rostschutz hängt sehr eng mit einem persönlichen Erlebnis zusammen. Es hängt sehr eng zusammen mit diesem Auto. Das ist mein erstes Auto, ein Fiat 850 Spider von 1968. Und den habe ich Mitte der 80er Jahre in Bremen auf einer Wiese gefunden. Er war ein bisschen verrostet. Mein Plan war damals, ein ganz bisschen schweißen, dann ganz viel Bier kaufen und nach Korsika fahren. Dass das toll sein soll, hatte ich im ersten Werner-Comic gelesen. Ich fand die Idee super. Und mein Freund Bernd und ich, wir wollten es genauso machen. Wir wollten Bier kaufen und einfach losfahren. Diese Reise nach Korsika, so sah ich damals übrigens aus, diese Reise nach Korsika, die musste um 4 Jahre verschoben werden, weil ich habe 4 Jahre geschweißt. 4 Jahre musste ich die Bodengruppe schweißen, die Schweller, die Seitenteile, die Kotflügel vorne, die Schürze ist selbst gebaut. Alles wurde geschweißt, weil der Wagen ein riesiges Rostproblem hatte. Ich hatte das total unterschätzt. Ich war wirklich geschockt. Das Problem Hohlraumrost hatte ich unterschätzt. Der Rost ist so hoch gewesen in den Hohlräumen. Blattrost war das Problem und das habe ich eben nicht gewusst und deshalb diese riesige Katastrophe. Das mit dem Auto hier ist kein Einzelfall. Andere Autos, die 30 oder 40 Jahre alt sind, sehen meist von innen ähnlich aus. Wir haben hier ein schönes Beispiel, ein VW T2 aus unserer Werkstatt. Der sah von außen eigentlich noch ganz gut aus. Als wir ihn dann wegen einiger Rostbläschen aufgeschnitten haben, konnten wir sehen, dass das Problem ähnlich ist. Blattrost so hoch in den Hohlräumen. Das heißt, man braucht für solche Autos einen ganz besonderen Rostschutz. Okay, nicht jeder Wagen hat so viel Rost in den Hohlräumen, aber bei vielen Klassikern gibt es Hohlräume, die von innen so aussehen. Man braucht also einen Hohlraumschutz, der ganz besondere Eigenschaften hat. Und wie wir unseren Rostschutz entwickelt haben, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Gut, das waren 2 extreme Beispiele, der alte Fiat und der VW Bus T2. An diesem Auto wollen wir Ihnen jetzt zeigen, wie der Rost an anderer Stelle entsteht. Bevor ich Ihnen das zeigen kann, wird mein Kollege hier das Rathaus erst einmal aufschneiden. Jetzt kann ich Ihnen hier an diesem Auto sehr gut zeigen, warum die Fahrzeuge an dieser Stelle immer durchrosten. Hier vorne, was man hier sieht, das ist ein kleiner Pickel. Und aus dem kleinen Pickel wird eine größere Blase und aus der Blase wird das hier. Das ist eine Durchrostung. Durchgerostet von innen nach außen, aus dem Hohlraum heraus nach außen. Ein ziemlich schwerer Schaden. Wie das entsteht, sieht man hier ganz gut. Die Bleche liegen sehr eng aufeinander. Hier hinter ist ein großer Hohlraum. Und das Kondenswasser, das sich hier im Hohlraum sammelt, das läuft in den engen Spalt und sorgt hier unten da für Korrosion. Da geht es zuerst los und dann sieht man so einen Pickel, so eine Blase und dann solche Schäden. Jetzt zum Test der Fachzeitschrift Oldtimermarkt. Mit solchen Prüfkästen, Hohlkörpern, die sind einem Schweller nachempfunden, wurde geprüft. Ein sehr harter Test. Die Kästen waren vorher angerostet und wurden zwischendurch immer wieder in Salzwasser getaucht. Also autobahnähnliche Verhältnisse wie in Südbayern im Winter. Richtig schlimm, echt hart. Ein fairer Test, wie wir meinen. Den hier, den Testkasten, den haben wir geschickt bekommen nach den 5 Jahren, als der Test vorbei war. Ich lege ihn jetzt mal weg, er ist ein bisschen fettig. So, jetzt geht's weiter. Ich wollte Ihnen noch was zeigen. Gewonnen haben wir den Test, weil wir bei ganz wichtigen Kriterien ganz weit vorne waren. Der Hohlraum ist ja dauerfeucht durch Kondenswasser und ich hatte ja vorhin schon gesagt, das läuft runter und sorgt hier unten für Korrosion. Wenn man das Material hier reinspritzt, kommt man vielleicht gar nicht überall daran. Man kommt vielleicht nur hier ran mit dem Fett und den Rest muss das Fett selbst machen durch Kriechfähigkeit. Deshalb ist die Kriechfähigkeit so wichtig. Der Spalt ist sehr eng. Man braucht also eine extrem hohe Kriechfähigkeit, um alle Stellen zu erreichen. Weiterhin wichtig die Haftung. Wenn das Material nicht gut haften kann, läuft es von hier oben bis nach da unten und vielleicht darunter und ist irgendwann ganz weg
Und das ist auch ein Nachteil, den man erst nach einigen oder vielen Jahren bemerkt und dann gibt es wieder Korrosion. Bei dem Test von Ultimamarkt haben insgesamt 30 Hersteller, knapp 30 Hersteller aus der ganzen Welt teilgenommen. Auch die großen Chemiefirmen mit ihren bekannten Marken waren dabei und die Mängel waren immer die gleichen. Zu wenig Kriechfähigkeit, schlechte Haftung, die Folge war Rost. Hier kann man sehen, wie behandelt wurde, denn bevor die Kästen bei Testende aufgeschnitten wurden, hatten sie eigentlich mal zwei miteinander verschweißte Kammern, eine große Kammer und eine kleine Kammer. Die Tester wollten prüfen, wie weit das Material aus der großen Kammer, nur die durfte behandelt werden, durch diese Löcher hier, das ist ganz gut zu sehen hier oben, auf die andere Seite rüberkriegt. Bei den Plätzen 1 bis 4 schauen wir uns jetzt mal an, wie weit die Materialien jeweils gekrochen sind. Hier ist ein bisschen Fett zu sehen, hier ein bisschen mehr und hier noch ein bisschen mehr. Aber längst eben nicht so viel wie bei Platz 1 bei Timex. Schauen Sie, das ist der Unterschied. Richtig viel Fett auf der anderen Seite vom Blech und das alles nur durch Kriechfähigkeit. Jetzt zum Thema Haftung. Das war so wichtig, weil das Material im Sommer sonst wieder rausläuft. Hier oben zu sehen, hier oben sind kaum noch Tropfen. Da auch nicht und da auch nicht. Hier bei Platz 1 bei Timex hängen noch ganz viele Tropfen. Das heißt, die Haftung vom Material ist sehr gut. Und wenn die Haftung schlecht ist, passiert Folgendes. Das kann man hier sehen bei Platz 2. Das Material rutscht ab und da, wo es abgerutscht ist, bildet sich neuer Rost. Das kann dann irgendwann zu einem Problem werden. Mal ganz abgesehen davon, dass das Fett eben aus dem Auto rausläuft. Jetzt noch ein Hinweis zur Materialmenge. Bei den Plätzen 1 und 2 war unten relativ viel Fett zu sehen bei Testende. Das lag aber nicht daran, dass zu viel Material genommen wurde. Es lag daran, dass die Kästen, wie vorhin schon erwähnt, miteinander verschweißt waren und dass es unten konstruktionsbedingt keine Ablauflöcher gab. Und all das zusammen, also extrem gute Wirkung auf Rost, sehr gute Kriechfähigkeit und extreme Haftung, das ist der Unterschied, der den Wagen dann 20 Jahre länger leben lässt. Hier kann man sehen, diese Haftung, das hat kein anderes Produkt erreicht. Die Wirkstoffkombination, die unser Fett so gut gemacht hat, befindet sich auch in vielen anderen Produkten von Timex. Weitere Informationen hierzu gibt es im Kapitel Produkte auf unserer Internetseite.